Guten Tag zusammen. Willkommen zu meinem fünften Video. Mein Name ist Reinhard, ich bin der Ex-Boss von Glitterhouse Records und mache aktuell das Juke Joint 500 Label quasi im Alleingang. Wie gewohnt geht es hier um drei Platten, Fundstücke aus Rock, Blues, Soul und Country. Allerdings dieses Mal in einer Variante. Wenn ihr das Intro aufmerksam verfolgt habt, dann werdet ihr gesehen haben, dass da oben rechts so ein kleiner Streifen stand. Jugenderinnerung Teil 1. Ist mir neulich in den Kopf gekommen, dass ich meine musikalische Entwicklung, sage ich mal, so nachvollziehen wollte, was für mich gar nicht so einfach ist, weil ich echt ziemlich vergesslich bin und gerade so Jahreszahlen oder was war jetzt wann, grundsätzlich nicht auf die Reihe kriege. So muss ich mich jetzt tatsächlich teilweise auch im Internet informieren, was wann war, um das so ein bisschen in eine vernünftige Reihenfolge für mich selber zu bringen. Und dann habe ich gedacht, es ist vielleicht auch ganz interessant für euch, wie das bei mir so alles angefangen hat, wie sich das entwickelt hat über die Jahre, inklusive Glitterhouse Records, dem Fanzine Glitterhouse und so weiter, was ich da gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Und auch in Sachen Glitterhouse wollte ich mir so ein paar Sachen rauspicken, die vielleicht eine besondere Geschichte erzählen oder die ich heute noch höre. Das wird wahrscheinlich dann so in den nächsten Folgen irgendwann mal aufbereitet. Natürlich mache ich auch mit den normalen Folgen weiter, also ich suche mir drei Platten, die nicht im Prinzip, sage ich mal, zu meiner Entwicklung als Musikliebhaber gehören, sondern einfach mal so. Ja. Ich bin jetzt 66 Jahre alt, bin 1957 geboren, also im Dezember 1957, werde also dieses Jahr noch 67. Ziemliche Scheiße, muss ich sagen, also gibt nichts Besseres als jung bleiben. Ist auch nicht jedem gegönnt, egal. Da muss ich jetzt auch tatsächlich mal rechnen und auch tatsächlich gucken, was wann war, habe ich ja eben schon erzählt. Also bis 1972, 73, so 15, 16 Jahre alt, da habe ich, glaube ich, so Mel Sendok gehört im WDR, Mud, Tiger Feet, Slate, Come On, Feel the Noise, T-Rex und so ein Zeug zu Glamrock. Aber auch nicht Mott the Hoople. Vielleicht All the Young Dudes, ich weiß aber nicht, wann das rausgekommen ist. 1977, also drei Jahre später, da war ich 19, da war ich schon auf dem Rider Open Air in Schesel. Da sollten dann Bands spielen wie Quicksilver Messenger Service, Caravan oder die Birds. Und da habe ich mich damals schon gewundert, also da wusste ich dann schon einiges über diese ganze Szene, habe ich mich damals schon gewundert, dass die da spielen sollen, weil es sie halt schon Jahrzehnte nicht mehr gab. Und letztendlich ist das ganze Festival ja auch in einem absoluten Fiasko geendet. 5 von 21 Bands sind aufgetreten, der Veranstalter ist mit der Kohle abgehauen und ein paar Leute haben dann die Bühne abgebrannt und am nächsten Morgen wurden dann die beiden Getränkecontainer aufgebrochen und wir haben 5 Paletten Holzenexport mit nach Hause genommen und bei Seppel noch eine
schöne Party gefeiert. 81, also wieder 4 Jahre später, habe ich dann mit dem Glitterhaus-Fanzine angefangen, aber das steht dann in einer anderen, kommt dann in einer anderen Folge zum Tragen. Da erzähle ich euch dann mal ein bisschen mehr, wie ich dann mit meinen 25 Seiten Fanzine nach Göttingen in die Uni-Bibliothek gefahren bin und dort alles lahmgelegt habe. Ja, ich habe jetzt also drei Platten ausgewählt oder auch Gruppen, die zu einer gewissen Zeit in meinem jungen Leben, also sage ich mal bis 85, irgendwie wichtig für mich waren oder zumindest kurzfristig, ja, oder wo es einfach eine gute Geschichte zu erzählen gibt. Die erste Band ist im Prinzip aus San Francisco oder nicht aus San Francisco, sondern aus Los Angeles, also West Coast. Das war so eine meiner ersten großen Lieben. Und ja, ich erzähle jetzt mal einfach ein bisschen mehr zu denen. Nature's weak, telling you something's wrong. It's nature's weak. Die Älteren von euch werden den Song sicher erkannt haben. Das war Nature's Way der Gruppe Spirit von diesem Album 12 Dreams of Dr. Sardonicus, das vierte Album der Band aus LA und das Beste meiner Meinung nach. Allerdings muss ich sagen, dass ich alle vier, also die ersten vier, für absolute Meilensteine der Musikgeschichte halte. Irgendwie bin ich schon ganz früh auf Spirit gekommen. Ich weiß nicht genau wie. Wahrscheinlich durch diese Postille, die deutsche Sound. Das war für mich damals die Bibel und ich würde mich heute freuen, wenn es tatsächlich nochmal irgendwann eine Zeitung gäbe, die auch nur annähernd an die Qualität dieser Postille rankommt. Alles, was Jörg Gülden und Thea Schwaner positiv besprochen haben, habe ich mir gekauft. Auch ganz interessant, ich bin ja auf dem Land groß geworden, wohne da immer noch. Da war also das Plattenbeschaffen gar nicht so einfach. Und dann gab es halt solche Leute hier wie den Flash Shop in Unterlüß, Sigi Kluge. Der hat hier eine ganze Seite kleingedruckt. Und wenn ich mir das heute durchlese, möchte ich eigentlich alle Platten haben. Der Bursche hatte damals schon einen Überblick. Das ist der helle Wahnsinn. Ich glaube, der hat in Göttingen auch mal einen Laden. Ja, wenn ich da heute reingehen würde, würde ich wahrscheinlich auch mit dem LKW vorfahren. Damals habe ich auch noch nicht so ganz viel gewusst, aber das war schon der helle Wahnsinn. Um das jetzt mal eben weit fortzuführen, die zweite ganz wichtige Postille in meinem frühen Leben war das Bucket Full of Brains Magazin aus London. Das ich einfach auch absolut geliebt habe, wo ich auch jedes Exemplar direkt haben musste. Was natürlich damals noch nicht so einfach war, es gab ja noch kein Internet. Ich weiß gar nicht, wie man damals da rangekommen ist. Egal, zurück zu Spirit. Also Spirit haben sich 1967 gegründet. Den Gitarristen Randy California, an den wird sich sicher jeder erinnern. Die gab es aber schon früher. 1967 war Randy gerade mal 17 Jahre alt. Die gab es schon früher in LA und einer der Bandmitglieder, das war der Drummer Ed Cassidy, der um einiges älter war als die restlichen Mitglieder. Das war ein Jazz-Drummer, der 1965
schon mit den Rising Suns zusammengespielt hat. Das war eine Band von Ray Kuda oder besser gesagt von Taj Mahal und Ray Kuda, die so eine Art Folk Blues gespielt haben. Die haben im Ash Grove, im Ash Grove in LA gespielt. Der Laden hat, ach je, dem Bruder der Mutter von Randy, der damals noch Randy Wolf hieß, gehört. Und so hat Randy, nicht Randy, sondern Ed Cassidy, die Mutter von Randy California, damals noch Wolf, kennengelernt. Die war frisch geschieden, hat sie geheiratet. Also wurde Ed Cassidy der Stiefvater von Randy. 1965 sind die dann oder 66 sind die dann nach New York gezogen, die Familie, weil Ed Cassidy da wohl ein Jobangebot hatte und dann kam es zu einem Treffen in einem Manhattaner oder in einem Gitarren- oder Instrumentenshop in Manhattan. Und zwar traf Randy, der junge Randy dann, da war er noch 15 oder 16, auf einen gewissen Jimmy James. Die freundeten sich an. Und fortan spielte Randy in der Band Jimmy James and the Blue Flames. Ein Jahr später entdeckte ein gewisser Chess Chandler, ich glaube Animals Bassist, den Jimmy James, nannte ihn in Jimi Hendrix um und ging mit ihm nach London. Eigentlich sollte Randy mitgehen nach London, war aber erst 15 Jahre alt, also musste dann zu Hause bleiben. Die Familie Cassidy oder Randy zog dann zurück nach LA. Während der Blue Flames gab es in der Band zwei Randys, einer aus Texas und einer aus Kalifornien. Und der Jimi Hendrix oder Jimmy James nannte dann die beiden entweder Randy Texas oder Randy California. Und den Randy California-Namen hat unser Randy Wolf dann übernommen und hieß dann fortan genau so. Ja, 67 kam die erste Spirit-Scheibe raus, die eigentlich ja, wie gesagt, genauso gut ist wie die zweite, The Family That Plays Together oder die dritte, Clear. Das Geniale an der Band war einfach die Verschmelzung verschiedener Stile, also sehr verschiedener Stile von Rock, Folk, Blues, Jazz und auch klassischen Anklängen. Also das Intro ganz am Anfang ist zum Beispiel eines dieser klassisch inspirierten Instrumentale, die der Keyboarder John Locke verzapft hat. Der Jazz kam dann vom Drummer Ed Cassidy und zudem hatte die Band so einen Hauptsongschreiber und Sänger, der hieß Jay Ferguson, der später auch nochmal eine ganz coole Platte Solo-Platte rausgebracht hat. Die hier. Relativ poppig, aber der Mann hatte einfach eine geniale Stimme, die ich heute noch liebe und die einfach perfekt zu diesem Sound passt. Am billigsten kommt man an die ganze Sache ran, indem man diese Five Originals auf CD kauft. Kosten so 12 Euro. Und da kriegt man die Feedback, also die fünfte Platte, noch dazu. Allerdings ist J.F. Ferguson und der Bassist Matt Endes nach der vierten Platte, also nach Salonicus, ausgestiegen, aus mangelndem Erfolg, sagen wir mal. Und die haben Jojo Gunn gegründet. Die waren auch nicht schlecht, aber ganz anderer Sound, so ein bisschen mehr Boogie und so. Ja, die haben dann, also Spirit, also Cassidy und California haben dann halt zu zweit weitergemacht, haben sich die Staheely Brothers an Bord geholt und das Feedback-Album aufgenommen, wobei bei dem Feedback-Album, glaube ich, Al Staheely, der Bassist, sieben Songs geschrieben hat und das war halt irgendwie schon ganz okay, aber es war halt doch was ganz anderes als die ersten vier Platten. Al Staheely wird uns übrigens bei der nächsten Platte, die ich hier vorstelle, auch nochmal über den Weg laufen. Ja, das war es eigentlich zu Spirit. Die CDs, die's jetzt so die noch so rumschwirren, gibt es alle mit Bonustracks, ganz ordentlich, finde ich, gemacht und ja, gehören eigentlich in jede Sammlung. Natürlich weiß ich, dass viele von euch Vinyl-Fans sind, da blicke ich jetzt im Moment nicht so durch, was es da aktuell frisch released oder re-released gibt oder
gebraucht und wie da die Preise sind, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber meine Sardonicus, die hatte ich früher schon mal, ich wieder verkauft, habe ich mir jetzt auch ziemlich billig geschossen. Also geht. Nach dem Feedback-Album hat Randy California noch eine Solo-Platte gemacht, Captain Copter and His Fabulous Trolley Birds und dann auch noch diverse andere Scheiben unter dem Namen Spirit, die ich auch alle hatte, auch okay fand, aber auch nicht mehr so berauschend wie die ersten vier, weil da fehlte mir einfach so ein bisschen der Input der anderen Mitglieder der Band. Da gab es noch das Potato Land Album, was ich dann auch, was dann später veröffentlicht wurde, was ich ganz interessant fand. Und Mitte der 90er, glaube ich, gab es auch noch mal eine Reunion der Originalbesetzung, wobei die dann einige Stücke aufgenommen haben, die früher schon mal eingespielt hatten, also die Hits, aber ohne die Magie der frühen Platten, würde ich jetzt mal sagen, wollen. Ja, das war halt eine meiner liebsten West Coast Bands. Die anderen beiden kamen auch aus LA, das waren die Doors und Love, die Band um Arthur Lee. Mit San Francisco hatte ich es natürlich auch, Quicksilver, Messenger Service natürlich, mit Grateful Dead nie so richtig. Ich war aber auch in meiner Jugend, also in ziemlich früh, Anfang der 80er, würde ich sagen, mal einen Monat in San Francisco und habe dort ja, die Plattenläden durchpflügt. Ich habe tatsächlich an der Ecke von Haight-Ashbury gewohnt, in so einem Zimmer, das so ein schwuler Deutscher vermietet hat. Und das war einfach ja, eine geile Zeit. Man hatte damals auch, konnte damals auch noch nachts um 2 über die Market Street laufen, ohne dass man irgendwelche Probleme bekommen hat. Ich war danach noch zweimal in San Francisco und es wurde jedes Mal schlimmer. Also es war, hat dann nachher auch, hat auch keinen Spaß mehr gemacht und ich wurde tatsächlich auch mal überfallen da. Ja, bei meinem außer Plattenkaufen habe ich damals in San Francisco, ich war da im Januar, ist ja immer der letzte Monat des Super Bowls, habe ich damals teilweise 2 Spiele hintereinander verfolgt, also 8 Stunden am Fernseher gehangen und dazu Bier getrunken. Die San Francisco 49ers, da war der Quarterback damals noch Joe Montana und der Wide Receiver hieß Jerry Rice. Das waren noch goldene Zeiten. Ja, das war Pride of Man, nicht von Quicksilver Messenger Service, sondern erschienen auf dieser Platte Monkey Medicine von der Gravenites Cipollina Band. Von allen West Coast Gitarristen war mir John Cipollina der Liebste, also der Allerliebste, weil ich dessen Sound aus Tausenden heraushören konnte. Der gute Mann hatte an seiner Gibson SG so eine Wimmerkralle, also praktisch so ein Tremolo-Hebel, der hieß Bixby oder war von der Firma Bixby. Und mit dem erzeugte er diese einzigartigen Zitter-Sounds, nenne ich sie jetzt mal. Zudem war er ein großartiger Gitarrist, den ich tatsächlich schon ab dem ersten oder zweiten, ich glaube, ich habe mit Happy Trails angefangen, mit dem zweiten Quicksilver-Album, geliebt habe und
als er dann 1977 zu diesem Ryder Open Air, das ich eingangs erwähnt habe, kommen sollte, da war ich echt, ja, habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind. Ist natürlich nicht gekommen, völliger Blödsinn, die da drauf zu setzen, weil es einfach die Band damals nicht mehr gab. Dafür kamen sie 1980 in anderer Formation, also Cipolina mit Nick Ravenites nach Deutschland auf Tour. Da habe ich sie, glaube ich, 5, 6 Mal gesehen, bin also quasi hinterhergereist. Nick Ravenites, der kam ja eigentlich aus Chicago und war Sänger, Gitarrist, Songschreiber. Born in Chicago ist zum Beispiel von ihm, was die Paul Butterfield Blues Band damals aufgenommen hat. Ravenites pendelte aber auch ständig zwischen Chicago und San Francisco und produzierte zum Beispiel das erste Quicksilver Messenger Service Album. Da gab es also schon mal ganz früh eine Verbindung. Aus irgendwelchen Gründen haben die beiden sich dann zusammengetan, haben sich dann einen Drummer gesucht und den eben erwähnten, bei Spirit erwähnten, Al Staehely als Bassisten und sind halt in Deutschland auf Tour gekommen und das war für mich einfach zu dem Zeitpunkt einfach phänomenal. So, also die haben ja auch kleine Clubs gespielt, Zierenberg, Treibhaus, da konntest du halt jetzt John Cipollina kneifen können, wenn er das gewollt hättest. Und Scala, Herford oder so, das war einfach, ja, das waren kleine Läden, 200, vielleicht 300 Leute höchstens. Und für mich zu dem damaligen Zeitpunkt absolut mitreißende Konzerte. Auch Nick Ravenites hat mich schwer beeindruckt. Der hat ja die meisten Stücke gesungen oder alle, glaube ich. Und war auch einfach ein toller Frontmann. Und auch der Bassist Staehely, der war einfach ein super sympathischer Typ. Dem habe ich ein paar Mal gequatscht auf der Tour, weil, wie gesagt, wir sind ja hinterhergefahren. Heute hört sich die Platte so ein bisschen bieder an, muss ich sagen. Das ganze Feuer kommt vielleicht nicht zurück, aber ich erinnere mich immer wieder gerne an diese Phase. Im Rockpalast waren sie ja auch. Hier ist der gute Cipollina, hier ist die Gibson SG. Normalerweise sollte ich jetzt das Cover von Man Maximum Darkness hochhalten, weil da ist eine Klampfe vorne ganz groß drauf, aber das habe ich gerade nicht gefunden. In meinem Chaos. Ja, die Jungs, einmal habe ich bei einem Konzert, habe ich dann Cipollina meinen gesamten Quicksilver, Man, Raven, was auch immer, Stapel hingehalten zum Unterschreiben, hat er sich richtig gefreut. Und grundsätzlich war das eine ganz feine Zeit für mich der musikalischen Entdeckung und ja, einfach mal Live-Konzerte, Bands hinterherfahren und die ganze Nummer. Mein Kumpel Thomas und ich hatten dann damals auch mal die großartige Idee, da war ich halt auch schon richtig Geschäftsmann, Quicksilver-Shirts zu verkaufen, quasi aus dem Kofferraum nach dem Konzert. Dann habe ich damals ein Stück Papier genommen und die erste Quicksilver-Platte genommen und das Logo abgezeichnet, also durchgepaust, so von oben so nachgemalt. Sah natürlich ziemlich scheiße aus, aber man konnte es natürlich erkennen. Und dann wollte man davon T-Shirts drucken. Der Vater meines Kumpels arbeitete damals in Thailand und Thomas hatte die großartige Idee, die T-Shirts in Thailand machen zu lassen, weil die da halt spottbillig sind, ne? Natürlich kamen die auch ein bisschen zu spät und als sie dann kamen, hatten sie alle Kindergröße. Also wir haben die dann alle in eine Tonne getreten, weil sie keinem Schwein gepasst haben. Und Kinder waren ja damals auch nicht auf dem Konzert. Ja, kleine Anekdote am Ende. Ach ja, die Steve Miller Band habe ich noch vergessen bei der Aufzählung meiner Lieblings-West Coast Bands zum damaligen Zeitpunkt.
Ja, jetzt mal was ganz anderes. Das war Drive Friendly der Londoner Band Motor Boys Motor. Erschienen auf dem einzigen Album der Band 1982 auf Albion Records. Line Records hatte da auch irgendwie, also Line Records aus Hamburg, hatte da auch irgendwie seine Finger drin, aber genau nachverfolgen konnte ich das jetzt nicht, war jetzt ist auch nicht so wichtig. Die Platte gibt es eigentlich immer noch überall relativ billig. Es soll sie auch auf CD geben, habe ich auch noch nie gesehen. Ja, Motor Boys Motor, wie komme ich auf die? In meiner Jugend, frühen 80er oder auch vorher schon, bin ich unheimlich gerne nach London geflogen und habe dort ja, Platten gekauft, Bands geguckt, mich rumgetrieben, was man so macht in London. Bier getrunken, auch. Was auch nicht einfach ist in London, was Vernünftiges zu finden. Am besten man greift zu den australischen Sorten. Egal. War ja zu Zeiten, da gab es noch kein Internet. Also man ist im Prinzip, entweder hat man im Mojo, das damals so gerade rauskam, irgendwo gelesen, was gerade mal so spielt. Aber da wurden ja auch nur die ganz großen Bands im Prinzip per Advertising, sage ich mal, der breiten Masse vorgestellt, und die kleinen Bands eher nicht, weil ich das kein Schwein leisten konnte. Klar hast du dann auch mal eine Ad gehabt vom Borderline, wo dann auch mal so die Bands gespielt haben, die mich interessiert haben. Naja, jedenfalls ist man auch ein bisschen auf blauen Dunst dahin geflogen und wenn man dann angekommen ist in Gatwick oder wo auch immer, dann ist man erstmal in WH Smith reingegangen. Holt sich ein Getränk und das Timeout Magazin. Das Timeout Magazin war im Prinzip ja so die Veranstaltungszeitung für eine Woche, wo im Prinzip alles drin stand, was so passierte, vom Museum bis Rock'n'Roll. Ne? Also ich dann von Gatwick nach London dauert es ja eine Stunde im Zug, da hat man dann schon mal genug Zeit gehabt, das Ding durchzuwälzen und da fiel mir halt auch auf, dass eine Band namens Motor Boys Motor spielt an einem Tag, an dem ich in London bin. Normalerweise stand unter den Bands dann halt praktisch, wo sie spielen, wann sie spielen, an welchem Tag sie spielen und auch so eine Zeile zur Erklärung, was sie so machen. Na, und ich weiß nicht, was da stand. Vielleicht stand da sowas wie Beefheart Influenced Pop Rock oder sowas. Aber es hat mich jedenfalls angefixt und es gab ja auch keine Alternative und letztendlich bin ich echt froh, dass ich mir das angetan habe. Der Rock Garden, also das Venue, lag im Stadtteil Covent Garden, was so echt so ziemlich ein ziemlich poscher District ist in London, wo ich eigentlich nicht gedacht habe, dass da mal so ein Rockclub ist. Der war aber unter einem Restaurant und im Nachhinein habe ich ja mal ein bisschen recherchiert. Da sollen tatsächlich in den Jahren, in denen der geöffnet war, 30.000 Bands gespielt haben. Unter anderem die ersten London-Gigs von U2, die ersten London-Gigs von The Smith, der erste britische Gig von den Talking Heads, und die Dire Straits hatten da mal sogar eine Phase, also eine Residency, wo sie jeden Mittwoch gespielt haben. Also auch nicht ohne. Naja, ich habe da halt die Motor Boys Motor gesehen und das war schon echt ein ziemliches Spektakel. Also ich kannte die Band vorher nicht und schon alleine diese vier Typen, wie sie auf die Bühne kamen, das war schon echt, das war schon ein Erlebnis. Also der Sänger Tony Moon, der war ungefähr, naja, 1,95 groß und auch ziemlich, sag jetzt mal, befleischt, ohne fett zu sein. Hatte so einen Begräbnisanzug an, der Ärmel und Beine zu kurz und war echt ein schräger Typ. Hatte ein kleines Köfferchen dabei mit allen möglichen Perkussionsinstrumenten, unter anderem einer Maultrommel, die er später dann auch nochmal einsetzte und war so der Typ Schwiegermutter gesucht. Ja, der Gitarrist Bill Carter, boah, hatte tatsächlich auch den irren Blick und spielte auch genauso Gitarre. Der Bassist Chris Thompson war so der Typ kleiner Alkoholiker, der den ganzen Tag mit Pferdewetten verbrachte. Und der Drummer John Kingham hatte sein Hemd bis oben hin zugeknöpft, eine Jacke an und nicht einen Tropfen Schweiß vergossen während des ganzen Gigs.
Die Burschen legten halt monströs los und im Prinzip hatten sie ja nur diese eine Platte zu spielen, die tatsächlich so aussah, muss ich ja auch mal zeigen. Das Cover ist wahrscheinlich jedem schon mal untergekommen. Der Schwarze mit den Schlangen im Mund, kein Photoshop, alles echt. Die Platte ist, würde ich jetzt mal grundsätzlich sagen, gehört in die Richtung Pub Rock, allerdings mit einem bisschen mehr Arsch treten. Und starken Captain Beefheart and the Magic Band Einflüssen. Auf der Debütsingle, es gibt also noch eine Single, da spielen sie auch ein Beefheart-Cover Fast and Bulbous. Hier auf dieser Platte sind nur Eigenkompositionen. Irgendwo zwischen harten, krachigen Bluesrock und ja, Captain Beefheart in melodiöser Form. Ganz allen voran, Bill Carter sorgt hier mit seinem Gitarrenspiel, was einfach ungezähmt daherkommt. Er haut da rein in die Saiten, das ist echt der helle Wahnsinn. Tony Moon bellt dazu mehr oder weniger seine Texte und ja, das ist einfach einzigartig und phänomenal. Vielleicht liege ich mit dem Pop Rock auch falsch, weil auf der Pop Rock Compilation des Grapefruit Labels, die neulich rauskam, ist Motor Voice Motor nicht vertreten. Ne? Ja, ganz kurz noch, was habe ich dann in London so getrieben? Ach ja, kurz, um jetzt mal bei Motor Boys Motor zu bleiben. Der Gitarrist Bill Carter hat dann den Bassisten mitgenommen und einen anderen Drummer und hat dann eine neue Band gegründet, Screaming Blue Messiahs, wo er im Prinzip den Motor Boys Motor Sound in Richtung bisschen massenkompatibel trimmt und ist dann sogar bei Warner Elektra untergekommen. Ja, London, zurück zu London. Grundsätzlich habe ich meine Platten dort gekauft bei der Record and Tape Exchange. Die hatten vier Läden in London, einen glaube ich in Camden, einen irgendwo anders und einen Notting Hill Gate, den habe ich immer zuerst angesteuert und dann um die Ecke in der Pembroke Road. Das Interessante dabei war, dass diese Läden diese Preisschilder hatten mit ganz vielen, ich zeige dir dann gleich mal, ganz vielen Fächern und je nach Gusto der Shopinhaber wurden die Platten dann runtergepreist. Wenn man dann ganz am Ende angekommen war, dann war man ungefähr bei 30 Pence oder 50 Pence. Da kann sich ja jeder ausrechnen, wie viel Geld das war. Also man konnte da auch echte Schnäppchen machen. Und die konnte man oben machen, aber es gab dann auch meistens noch unten einen Keller oder ein erster Stock, wo dann auch Bargain-Bins waren. Da musste man sich dann natürlich echt durchkämpfen, um auf der Suche nach den Trüffeln. Aber das hat man ja als Trüffelschwein damals immer gerne gemacht. Scheißegal. Ja, Hauptsache was Geiles finden, was andere vielleicht nicht gefunden haben. War damals so wie heute mit 66. Ja, das war der erste Rückblick in meine Jugend und was ich da so getrieben habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War für mich auch ganz interessant, weil ich tatsächlich, wie ich anfangs schon mal sagte, relativ vergesslich bin und Zeit und Raum tatsächlich für mich nochmal neu definieren musste. Interessanterweise habe ich gestern bei eBay ein Konvolut von 9 Glitterhouse-Fanzines gekauft. Ich bin ja mehrfach umgezogen und irgendwie ist dabei viel verloren gegangen und ich habe meine eigenen Fanzines nicht mehr gehabt und ich habe gestern 9 Stück gekauft und heute Morgen habe ich den Zuschlag bekommen für 9 weitere Howl-Fanzines. Es geht dann also weiter in der Aufarbeitung meiner jugendlichen Jahre. Ich hoffe, wie gesagt, dass ihr daran auch Interesse habt und in der nächsten Folge, die dann halt irgendwann mal kommt, da werde ich mich dann auch mal, wie gesagt,
weiter auslassen, wie das mit Glitterhouse und dem Fanzine angefangen hat, was ich damals so gehört habe. Wenn ich mir jetzt die Glitterhouse-Fanzines wieder angucke, fällt mir ja auch wieder auf, was ich damals geliebt habe, was ich zwar randommäßig noch weiß, aber auch nicht mehr hundertprozentig, muss ich ganz ehrlich gestehen, ne? Weil ich mache ja nun auch seit über 40 oder 45 Jahren nichts anderes als jeden Tag Musik hören und mich um irgendwas kümmern und auch gerne ganz tief reinbuddeln und ja, meine Speicherkapazität ist halt auch nicht die beste. Ne? Okay, in diesem Sinne, bleibt mir gewogen, abonniert mich. Ich habe leider nicht die Release-Geschwindigkeit wie mein Vorbild Erwin von Across the Borderline, aber ich gebe mir Mühe. Haut rein. Child at my door.